Der Lidl-Schlafsack von Krevit, ein Low-Budget-Schlafsack. Wenn dich das interessiert, was meine Langzeitmeinung dazu ist, dann bleib da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Ich habe diesen Schlafsack jetzt hier über ein Jahr lang in Benutzung gehabt. Auch meine Freundin hat darin viel vor allen Dingen geschlafen. Und heute erlaube ich mir darüber mal eine Meinung abzugeben. Wenn du dich allgemein für Schlafsäcke und diesen Schlafsack interessierst, findest du natürlich Links unten in der Videobeschreibung, Affiliate-Links. Einmal mal raufklicken, da bekommst du weitere Informationen. Bevor ich euch was zu dem Schlafsack genau sage, kommen wir erstmal zu den harten Fakten über ihn. Die meisten Fakten über den Schlafsack stehen hier außen drauf. Wir haben zum Beispiel oben eine Breite von 76 cm, eine Länge von 220 cm, unten von 58 cm. Über Kopf lesen funktioniert nicht so gut. Und wir haben ein Packmaß von 45 x 27 cm und Temperaturen von plus 2,7 Grad bis minus 2,7 Grad. Ne, das ist ungefähr so, was empfohlen wird. Extremtemperatur, ne, ist uns egal, interessiert sich sowieso keine Sau für. Wir liegen ungefähr bei einem Gewicht von knapp 2 Kilo. Ne? Der Packsack wird mitgeliefert und da fangen wir auch gleich mal an, denn der Packsack ist ja mäßig. Ne? Der ist, die Nähte reißen an der einen oder anderen Stelle auf. Er ist nicht besonders gut verarbeitet, der Schlafsack passt eher schlecht als recht so richtig da rein. Ich erwarte nichts anderes, muss ich mehr sagen, von günstigen Schlafsäcken, denn die haben immer einen schlechten Packsack. Ne? Wenn ihr einen vernünftigen Packsack wollt, dann holt euch einen eigenen, zum Beispiel von Carinthia für 15 Euro oder sowas. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie viel die genau kosten, und packt da eure Schlafsäcke rein. Da macht ihr einiges richtiger als das billige Ding hier. Ne? Auch wenn da natürlich die Daten mit draufstehen, vor allem bei Carinthia Packsäcke dann auch nochmal ein bisschen wasserabweisender sind als der Billigkack. Aber wir wollen ja eigentlich hauptsächlich über den Schlafsack reden und wofür der so gedacht ist. Kurz vorweg, es gibt diesen Schlafsack in mehreren Ausführungen, das heißt auch noch als Deckenschlafsack und als Sommerschlafsack. Ich habe jetzt sozusagen, das hier ist so die Herbst- bis milder Winter-Variante nur getestet, hatte aber alle in der Hand und das ist von den ganzen Materialien, Verarbeitungsqualität ist das so ziemlich das gleiche, nur dass bei dem am meisten Füllstoff zum Wärmen verwendet worden ist und bei den leichteren Schlafsäcken dann natürlich weniger, logischerweise. Der Schlafsack hat einen Mumienschnitt, oben eine schöne Kapuze sozusagen, ja, wir sehen das hier. Hat einen seitlich verlaufenden Reißverschluss mit einer Klettabdeckung, damit der nicht aufreißt oben. Und ansonsten auch noch einen Kordelzug. Einen ganz kleinen, ne, dünnen Wärmekragen. Das ist wirklich, also, das ist nicht dick, aber er ist vorhanden, immerhin. Und sogar eine kleine Tasche, die ich noch nie benutzt habe und auch noch nie bei einem Schlafsack irgendwo benutzt habe. Aber sie ist vorhanden. Das Außen- und Innenmaterial ist natürlich Kunststoff, wie man das klassischerweise bei solchen Schlafsäcken kennt. Fühlt sich halbwegs angenehm an. Ja, ist in Ordnung. Ist jetzt keine Gefühlsoffenbarung, wie es jetzt vielleicht Seide ist oder ähnliches. Aber es ist auch nicht laut knitternd oder besonders unangenehm auf der Haut. Über die Füllung kann ich nichts genau sagen, außer natürlich die Dämmeigenschaften. Das kommt ungefähr hin, ne? Mit diesen Temperaturangaben. Also ich würde ihn so bis 0 Grad benutzen. Wenn man ein bisschen abgehärteter ist, kann man auch mal 2 Grad unter 0 gehen. Aber da würde ich schon langsam Schluss machen bei 0 Grad. Angenehmer ist natürlich nur bis 5 Grad zu gehen. Die Sommerschlafsäcke haben dann natürlich andere Temperaturangaben. Das heißt, je nachdem, was ihr vorhabt, wenn ihr zum Beispiel nur Juli, August auf Festivals gehen wollt, dann ist vielleicht ein Deckenschlafsack von Krevit, der auch daneben liegt, dann im Korb bei Lidl, die bessere Alternative. Im Preisbereich bewegen wir uns hier bei knapp 15 Euro. Ja, das ist richtig so. 15 Euro, das ist fast nichts, möchte ich sagen. Zumindest für einen Schlafsack, der auch halbwegs gut verarbeitet ist und der seinen Job tut im Endeffekt. Für wen kann ich jetzt den Schlafsack empfehlen und für wen nicht? Ich kann ihn absolut für jeden Camper empfehlen, der einfach nur einen Schlafsack sucht, also einen Festivalgänger etc., der funktioniert.
Ne? Wenn man nicht zu sehr aufs Gewicht achten muss, ist das Ding absolut in Ordnung. Die Verarbeitungsqualität ist für einen Gegenstand, den man nicht jeden Tag benutzt, auch absolut in Ordnung. Der Reißverschluss, der wird irgendwann kaputt gehen. Ne? Das ist klassischerweise bei Schlafsäcken das Qualitätsmerkmal, woran man merkt, ob man viel oder wenig Geld ausgegeben hat, der Reißverschluss. Und der ist nicht besonders toll. Er ist in Ordnung, aber er ist nicht toll. Ne, da gibt es deutlich Besseres und das ist wahrscheinlich das Hauptding, wo der Schlafsack irgendwann kaputt gehen wird. Und wenn der Reißverschluss kaputt geht, dann kannst du noch versuchen, ihn zu reparieren, je nachdem, was du kannst. Und ansonsten wirst du den Schlafsack dann nur noch als Decke sozusagen benutzen können, was natürlich bei Sommertemperaturen dann auch wieder in Ordnung ist, muss man sagen. Ne? Also nur weil man ihn dann nicht mehr in seiner ursprünglichen Form benutzen kann, ist er ja dann nicht völlig nutzlos. Für Trekker kann ich ihn absolut nicht empfehlen, dafür ist er zu sperrig im Packmaß und auch zu schwer. Auch wenn man natürlich ein bisschen Geld damit spart. Ein Bushcrafter, der vielleicht low budget unterwegs ist, der kann ihn auch noch benutzen, wenn er natürlich im nicht so sehr auf den Platz achten muss und wenn ihm das Gewicht auch nicht so wichtig ist. Ein Nachteil hat der Schlafsack auf jeden Fall noch für mich persönlich. Ich bin obenrum zu breit. Ich brauche mehr als die angegebene 78 cm Breite, um vernünftig in einem Schlafsack schlafen zu können. Deshalb benutzt ihn mittlerweile auch meine Frau mehr als ich, beziehungsweise hauptsächlich. Ich habe noch andere Schlafsäcke und sie passt da wunderbar rein. Ihr ist da immer muckelig warm drin. Ne? Ich bin froh, dass ich den gekauft habe für sie und alles ist in Ordnung. Das war alles Wissenswerte, was du über den Lidl-Schlafsack von Krivit wissen musst. Wenn du doch mal eine Frage hast, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare, dann kann ich sie beantworten. Ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Videos. Einmal mal durchklicken, wenn du dich noch weiter für Ausrüstung, Outdoor-Ausrüstung vor allen Dingen interessierst. Und unten in der Videobeschreibung findest du wie immer alle Links, die du suchst. Ansonsten sage ich, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.